Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mad Medic spielt Subnautica. In der letzten Folge waren wir ein bisschen unterwegs, haben unter anderem unsere Modifikationsstation für Fahrzeuge gebaut und haben unsere Seemotte Timothy genannt, aus Gründen. Das sind die Streifen da hinten. Ich muss nochmal innen ein bisschen überarbeiten, weil innen sieht ein bisschen kacke aus. So ein zartes Pastellgrün, so. Nee, ich weiß nicht. Machen wir mal Himmelblau. Himmelblau ist auch hübsch. Ja, ich weiß, ich habe eigenartige Farbpräferenzen. Ja, das sieht doch gut aus. Gut. Genau. Und ich habe in der letzten Folge genug Kram gesammelt, dass wir jetzt nochmal Kupferdraht für den erweiterten Kabelsatz machen können. Dafür brauchen wir nämlich einen Computerchip und für den Computerchip brauchen wir Gold. Insgesamt dreimal. Und Tischkorallenprobe. Habe ich ja auch welche gesammelt. 1, 2. Guck mal, obwohl ich direkt nach der letzten Folge aufnehme, habe ich offensichtlich einen Plan. Und in den letzten 3 Folgen lief auch der Timer. Das sind hier ganz neue. Das war ja noch nie so. Den würde ich aber tatsächlich ganz gerne. Jetzt muss ich erstmal das Konstruktionsgerät auswählen. Da, 4, so. Da man die eigentlich nur für Fahrzeuge braucht, würde ich tatsächlich das Ding ganz gerne. Das Ding muss ich auch noch bauen. Da fehlt mir immer noch ein Diamant für und dafür muss ich nochmal tiefer tauchen. Ach, die 2 Rubine habe ich vergessen. Das würde ich aber tatsächlich ganz gerne hier bauen. Jetzt muss ich mal einmal gucken, wo ist denn hier nochmal die Energiezelle? Also ich weiß, man kann die Energiezellen tauschen bei den Dingern. Oh, ja. Wenn ich 1 Euro hätte für jedes Mal, dass ich hier runtergefallen bin, hätte ich schon, glaube ich, bestimmt 10 Euro. Könnte ich schon ein paar Döner von essen gehen. Ich baue das Ding jetzt einfach mal hier an die Wand. Vielleicht nicht, weil vielleicht kommt hier noch was an. Das weiß ich noch nicht. Muss ich noch schauen. Muss mich ja gerade hinsetzen, sonst kriege ich Rückenschmerzen. I'm that old. So, ich brauche 2 Rubine. Gott sei Dank haben wir noch ein paar Shinies. Weil ich ja mutig war und gesagt habe, komm, wir sind jetzt mal hier. So. Tja, und weil ich nicht schon wieder nur Ressourcen sammeln möchte, auch wenn ich eigentlich schon wieder was zu futtern brauche, würde ich tatsächlich ganz gerne, dass wir uns heute mal auf den Weg machen zum zweiten Insel, wo sich eigentlich die Aurora-Besatzung treffen sollte. Ach, das ist ein ich habe 2 Batterien, in denen nichts drin ist. Bin ja gut vorbereitet heute. Jetzt komm. Gut. Das ist ja nichts zu machen, so langsam. Oh, ist egal. Oh. Ob die jetzt infiziert sind oder nicht, ist egal. Auch nett. Wenn ich noch so ein Reginald hätte, weil die waren, glaube ich, sehr. Ach nee, Quatsch. Wasserreich waren die Pflanzen. Da habe ich aber nur eine von. Die will ich jetzt nicht essen. Ah, das wird schon reichen. Na, Kunde. Die sind ja heute weniger grumpig als sonst. Oh ja. Dann nehme ich nämlich mal ein bisschen ein paar von denen mit oder esse einen und den Rest salze ich ein. Guck mal, man könnte fast meinen, ich habe einen Plan. Ich habe, glaube ich, echt 3 leere Batterien auf Tasche, ne? 1, 2. Die ist voll, die nehmen wir mit. Du hast noch 60%, das ist okay. Machen wir Licht aus und für den Rest brauche ich jetzt nicht unbedingt was. So, einmal bitte kochen. Und machen wir den salzigen Fisch noch salziger. Haben wir noch einmal Salz hier? Ja. So. Eigentlich müsste ich auch was trinken. Ach warte, fällt mir gerade ein. Ja toll, jetzt habe ich natürlich das Salz, was ich dafür nutzen könnte, direkt weggepackt. Ah, ich habe noch was auf Tasche. Guck mal.
Ressourcen, fortgeschrittene Materialien, guck mal. Da. Genau, Chlorbleiche. Nicht nachmachen, Kinder. So, und damit können wir jetzt nämlich unser Wasser säubern. Da, desinfiziertes Wasser. Das ist Natriumhypochlorid. Ich weiß nicht, ob Hypochlorid oder Perchlorat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sag lieber nichts, ansonsten erzähle ich nachher was Falsches und das wäre doof. Und das sind nämlich 0,4. Guck mal, warum gibt das plus 20 und ist 0,2 Liter? Das ist doppelt so viel und gibt plus 30. Kann mir das jemand erklären? Wer wusste das wieder? Niemand. Eigentlich bin ich nur drei Memes in einem Trenchcoat aufeinander gestapelt. Das tut mir sehr leid. So, wir machen uns mal auf den Socken zum... Nö, nicht dahin, sondern dahin. Zum trockenen Land. Tja, 1000 Meter. Ganz schön weit. Frage ich mich, wie lange man bräuchte, dahin zu schwimmen. Ich frage mich, ob die Schwimmgeschwindigkeiten in Subnautica realistisch sind. Würde mich ja mal interessieren. Was mich alles so interessiert, ist unfassbar. Guck mal, hier geht das... Ne, hier ist das. Hier hinter ist, glaube ich, dann das Bluttang-Gebiet, oder? Ne, hier geht's runter zu... Hier geht's diesen Stein. Ich schwöre, ich habe einen Führerschein. Warum kann ich die Paddelkäfer nicht essen? Davon sind so viele hier. Oh, hier ist er bestimmt. Hier schwimmt bestimmt irgendwo ein Leviathan rum, ne? Oh, Hälfte haben wir schon geschafft. Wir können auch eigentlich mal. Oh, ich kann die Insel schon sehen. Cool. Ich guck gleich mal, ob die Signale verschwinden. Ansonsten könnte ich den natürlich auch behalten. Aber deswegen habe ich eine Boje gemacht, damit ich mir diesen Standort mal markieren kann. Weil sonst finde ich... Ja, und ja, warum kommen die Nachrichten eigentlich immer, wenn ich gerade nicht da bin? Ey, echt. Wirklich. Es fällt langsam auf. Immer wenn ich unterwegs bin, will irgendjemand... Na toll. Nicht gegen die Wand. Nicht die Wand, nicht die Wand. Ich gucke, ob es hier irgendwo Strand gibt, aber... Sieht eher schlecht aus mit Strand. Tolle Wurst. Dachte vorhin, das sah so sehr nach durch den Dschungel schlagen aus. Aber gut, gehen wir wahrscheinlich da hoch. Oh, diese riesen Blubsel da. Voll krass. Kann man das gar nicht... das realistisch ist. So riesige treibende Inseln. Ja, jetzt sind wir einmal um die Insel rumgefahren. Ganz toll. Schöne Inseltour gemacht. Okay, das ist, naja, ich sag mal südlich von der Aurora. Ach, guck mal hier. Strand. Oh, und hier sind garantiert diese ekligen Käfer wieder. Seufz. Ich weiß noch nicht, ob das was Gutes ist. Alter! Du blödes, scheiß kleines Mistvieh. Boah, ey. Ich höre den nächsten. Du blödes Fixi. Ich sollte das eigentlich nicht machen. Ich habe nämlich keine Medikits dabei. Oh, ey. Diese blöden Scheiße. Ich höre den nächsten. Das gibt's ja wohl nicht. Du blödes Kackvieh. Komm her. Ich sorge dafür, dass es keine Nachfahren mehr von dir gibt. Mann. Wah. Ekelviecher, ey. Wirklich. Wah. Boah, da läuft's mir immer richtig... Ich weiß nicht, warum ich von diesen Viechern so eine Angst schiebe. Aber das weiß ich bei vielen Dingen, vor denen ich Angst habe, nicht.
Deswegen meinte ich ja, das ist hier Therapie und so. Ist eigentlich ganz gut, dass wir während des Tages hier sind. Bei Nacht wäre das. Bei Nacht würde ich mich, glaube ich, einfach ängstlich muss die Episode so timen, dass ich zur Nacht ausmache. Und mich dann einfach in mein kleines Bötchen setzen kann und warten kann, bis es hell wird. Gott sei Dank machen diese Ekelviecher Geräusche. Von wegen vor allen Dingen Höhlenkrabbler. Ey. Jetzt erzähle ich extra nicht viel, damit ich diese Dinger höre, wenn sie ankommen. Es tut mir ja sehr leid, ne? Aber auch besonders schön, dass wir hier irgendwie pinke Kappe. Knollbaum habe ich tatsächlich schon eine Probe von. Oh, die seid ja auch hübsch. Ob das so eine Art Dings ist? Ob das so eine Art, wie heißen die Dinger denn auf Deutsch? Diese Röhrenpflanzen, wo oben Insekten reinfallen. Jetzt laufe ich hier so ewig rum. Larvenkorb. Klingt lecker. Stimmt wie. Oh, es wird Nacht, ne? Oh nein. Ich will nicht. Ihr habt das so gewollt. Ihr wolltet euch ja Subnautica beim totalen Schisser angucken. Also es ist ja ganz hübsch hier. Ich frage mich halt, ob das auch so realistisch ist, dass sich so viel Landleben entwickelt. Geh mal hier nach oben, kann vielleicht mal ein bisschen gucken. Oh, ich will nicht durch irgendwelche Höhlen kriechen. Die Viecher heißen nicht umsonst Höhlenkrabbler. Ugh. So, wenn wir hier runterfallen und uns das Bein brechen, das wäre Game Over. Auch mit aller modernen Technologie. Da ist das Spiel vorbei. Aha. Stuff. Och, Geräusche, ey. Nehmen wir mal mit. Dann können wir jetzt nämlich demnächst auch Blumen pflanzen. Und uns ein bisschen suffizienter ernähren als nur Fische. Und ein Observatorium. Habe ich, glaube ich, noch nie gebaut. Muss nicht unbedingt mehr von der Außenwelt sehen als ohnehin schon. This island is a godsend. Look out of the window. No predators. Fresh food. No building materials, nothing left of the ship. And your kid says we're gonna starve without more grow beds. Speak up, kid. It's true, father. The natural growth rates are too slow to keep supporting us. All I'm saying is ocean's got us surrounded. No use hiding. Sooner or later, we'll get our feet wet. The rest of your life may have been a fight, Maida, but I've made my decision. You wanna forfeit your emergency pay to take a swim? Go ahead. Believe me, I'm thinking on it. Oh, es wird dunkel und ich sehe da unten die Viecher. Oh, ich will nicht. Muss das sein? Muss das wirklich sein? Wie lange geht die Folge noch? Noch 6 Minuten. Ja. Tja, also wir haben wohl offensichtlich die ehemalige Crew. Ich sehe das. Ja, sie! Na sicher! Komm doch gleich her! Alter! Scheißvieh, ey. Du bist Kackvieh. Alter, ey. Boah. Kommt das Vieh hier direkt hochgesprungen? Kackvieh, ey. Ach.
auch nur gut, dass das ist die letzte Folge, die ich für heute aufnehmen wollte. Ist, glaube ich, auch gut so. Ansonsten kriege ich nämlich Zustände. Wirklich. Ich sehe das. Ich sehe das. Komm her. Alter. Habt ihr nichts anderes zu fressen auf dieser Scheißinsel als mich? Irgendwas ist hinter mir noch einer von den... Ich höre das. Ich höre das. Ich sehe das. Ich sehe das. Kunde, komm her. So. Haben wir es dann? Darf ich dann jetzt in Ruhe die Insel looten? Danke. Mann, ey. Oh. Yay, Außenbildkästen. Oh, Freunde, ihr wisst, was das in der nächsten, was das heißt, was wir in der nächsten Runde machen. In der nächsten Folge. Da rüsten wir richtig auf. Und wieder die Tafel. What is that thing? I don't know. I found it outside in the sand. Part of another ship? None I've ever seen. It's not even scratched. Don't fool around with it. It might be worth something. Stand down, Chief. If it were gonna crumble to dust, it would have done so when I picked it up. It's glowing. We're not the first people to come to this planet. People? Maybe. Could be aliens. Could be the damn sea monsters for all we know. One thing for sure, we ain't gonna find out by staying here. Habe ich jetzt eigentlich, den Multifunktionsraum freigeschaltet, weil der ist echt wichtig. Der wäre echt wichtig. Ja, Basisräume, Mehrzweckraum. Geil, 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 geil. Das heißt, wir können jetzt endlich dann unsere Basis ein bisschen erweitern. Und ich muss hier ein bisschen was mitnehmen mal. Beziehungsweise ich kann natürlich auch gleich erstmal... Nee, ach, du sollst die essen. Oh. Ich bin einfach nur runtergerutscht. Alter, ey. Hab ich mich verjagt. Dachte kurz, irgendwas zieht an uns und nimmt uns jetzt mit in seine Höhle. So, ich sollte nach Möglichkeit nicht nur eins von den Sachen mitnehmen, sondern ein bisschen mehr. Weil ich kenne mich ja. Obwohl das auch, also es sind ja auch Sachen für Innenbeetkästen. Ist jetzt ja nicht so, dass das für Außenbeetkästen ist. Für Außenbeetkästen sind ja nur die. Son, I said wait for the storm to pass. Your life's more valuable to me than a plant patch. You stop being in charge when the ship you were captaining sunk. I'll stop being in charge when you take charge of yourself. Say, Chief. Chief. What? You know how to drain those grow beds of 40 tons of storm water? Or how to conjure food? From the air. I know how to prioritize. I'm just saying, if that's so, what's your boy's life worth to you today? If tomorrow you're gonna be so hungry you start wondering what he tastes like, let him go deal with the plants. Son, go deal with the plants. Der Vater von Bart ist ja echt ein Schätzchen. Interfere with my family again, and when rescue arrives, I will leave. Understand me? No rescue coming, Chief. Not in time. No staying here neither. This rain keeps falling, sooner or later this place will be buried. Only choice we got is whether to get buried with it. Okay, sehr großartig. Wir haben beide wir haben das Stasegewehr, wir haben den Multifunktionsraum. Es wird Tag. Ich würde vorschlagen, dann eiern wir nochmal auf dem Werk hier. Irgendwie. Und dann kriegt ihr tatsächlich eine extra lange Folge heute, weil ich ungern die Erforschung dieser Insel in zwei Folgen teilen möchte. Oh ey, wirklich, ich habe hier Zustände. Ich krieg die Krise. Wach. Aber wir haben... Ja, chinesische Kartoffel. Alt. Ist egal. Trinken mal einen Schluck. Und ich habe ich eigentlich einen Erste-Hilfe-Kasten? Nö, warum auch? Einen Erste-Hilfe-Kasten hier mitnehmen wir ja auch. Nachdem ich mich erfolgreich mit diesen Höhlenkrebsen geprügelt habe. Ich weiß, man soll eigentlich die Tiere hier nicht und naja.
Ach, guck mal, hier hätte ich mich auch tatsächlich, wenn ich hier zuerst hingegangen wäre, hätte ich damit das. Na, egal. Dann nochmal Wasser. Sehr gerne. Und hier sind Pflanzen. Oh, der Innenbeetkasten. Oh, den hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt fast verpeilt, dass das hier ein Innenbeetkasten ist. Ja, super. Wir haben den Innenbeetkasten, wir haben den Außenbeetkasten. This is the first time I've seen sunlight in months. After all that time in the deep, I'd been dreaming of it. Now that I'm back here, I'm finding it hard to enjoy alone. Father was right. We should never have left this place. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. The visions are getting worse. Marguerite and Father are now part of the ecosystem of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, there's always the view. Also wenig Chancen, dass wir Bart noch lebend finden. Wer übrigens aufmerksam ist, wird festgestellt haben, dass das tatsächlich die Sprachnachricht ist, die im Hintergrund des Trailers ist. Der ganz großartig ist. Okay, sehr gut. Das heißt, die nächste Folge oder die nächsten zwei Folgen wahrscheinlich eher, das wird glaube ich ein bisschen länger dauern, können wir endlich einen Außenbeetkasten bauen. Innenbeetkästen für die Landpflanzen. Deswegen werde ich die auch mal so vorsichtig. Rechtsklick ist Behälter wechseln. Und hier müsste hier nicht auch noch irgendwo einer sein. Ach, da unten ist übrigens die Energiezelle drin. Wir können einen Innenbeetkasten für die Pflanzen bauen, einen Außenbeetkasten. Achso, warte mal, ich fange gleich nochmal von vorne an. Okay, das Signal verschwindet nicht. Gut, dann bräuchte ich die Boje nicht. So, jetzt nochmal sortiert. Tut mir leid. Das heißt, wir können in der nächsten Folge dann sowohl Außenbeetkästen bauen, um draußen Pflanzen zu beherbergen. Also sowas wie zum Beispiel die Pilze können wir dann züchten. Und auch die Gelsäcke, die ja offensichtlich für das Aerogel ganz wichtig sind. Als auch innen drin endlich eine suffiziente Nahrungsversorgung aufbauen. Also sprich, ja, zum Beispiel diese Laternenfrüchte oder die chinesische Kartoffel oder so. Und im Zweifelsfalle kann man damit tatsächlich auch sehr gut seine Basis mit Energie versorgen, indem man halt einen Bioreaktor baut und da dann regelmäßig seine Pflanzen reinbastelt. Ich finde es übrigens ganz witzig, wie hier in dem Audiolog sagen sie, ja, wir können uns nicht versorgen mit unseren Außenbeetkästen. Wir haben da irgendwie ewig Platz, können da 30 Trilliarden Außenbeetkästen bauen. Und wir so, ja, ich pflanze zwei Beetkästen und habe Essen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Was haben die gegessen? Wie viele Mengen haben die verzehrt? Wie viele Mengen? Es ist spät. Ich habe jetzt 2 Stunden am Stück aufgenommen. Oh, Vorsicht. Welcome aboard, Captain. Träumchen. Integrität 100%. Ey, ich bin mal irgendwo nicht mal irgendwo gegengefahren. Das ist ja cool. So, jetzt muss ich mir nur noch überlegen. Was hören wir noch ab? High priority automated message from Aurora Live Pod 13 coordinates attached. Live Pod is carrying high priority passenger. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Schön, dass es auch direkt heißt zur Bestattung. Finde ich ja auch großartig. Also ich würde vorschlagen, nächstes Mal erweitern wir hier in die Richtung ein bisschen. Bauen dann hier Multifunktionsräume, in denen wir Nahrung anbauen können. Und vielleicht Räume für Crafting und so weiter und so fort.
Und hier wollte ich dann nämlich Außenbeetkästen bauen. Deswegen habe ich hier tatsächlich so ein bisschen Platz gelassen. Das machen wir mal jetzt noch. Ganz schnell und heimlich machen wir das mal jetzt noch. Diese eine Kartoffel, die da irgendwie drin ist. Weil ich die Außenbeetkästen noch bauen wollte. Guck mal. Oh, ist das toll. Das ist so wichtig, dass du irgendwie diese Möglichkeit hast, endlich draußen was anzubauen. Schwupp. Farming alien plants is a proven survival strategy. Tada! Survived 47 months on a healthy, raw salad of live tree roaches and stank root. Lecker. Stinkwurz ist mein Lieblingsessen. Heieiei. Tja, da finde ich, haben wir eigentlich in dieser Session, also in den letzten 4 Folgen, ganz schön was geschafft. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge für mich in ein paar Tagen. Und bis dahin, bleibt gesund, bleibt sicher. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wenn ihr Vorschläge habt, auch Namensvorschläge, zum Beispiel für Timothy, gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Matt Medic.